Manuel, darf ich dich um ein kurzes Statement zu der Verfassung der Spieler bei dem Trainingslagerbeginn bitten? Ja, die meisten sind alle eigentlich fit. Es gibt ein paar kleine Blessuren, wie leichte Überdehnung oder Reizungen. Ist auch ein bisschen dem zu schulden, dass wir jetzt natürlich 2 Wochen lang auf dem Kunstrasen trainieren haben müssen. Aber sonst sind eigentlich alle in einem guten Zustand. Also wir sind zufrieden. Nicole, herzlich willkommen beim FC Vaduz. Du bist als Unterstützung mitgereist ans Trainingslager mit dem FC Vaduz, mit Physiotherapeuten. Ein kurzes Statement von dir. Wie bist du aufgenommen worden vom Team, von der Mannschaft? Wie fühlst du dich in dem ersten Trainingslager mit dem FC Vaduz? Es ist super. Also sind alle sehr freundlich. Ich kann auch gar nichts dazu sagen. Ja, gut aufgenommen worden. Super. Und wie siehst du es für dich? Ist es eigentlich eine Erweiterung von deinem Fachwissen oder eine reine Unterstützung vom FC Vaduz? Ja, ein bisschen beides. Also natürlich ist es gut. Jetzt, bevor das Praktikum anfängt von meiner Ausbildung, noch 10 Tage im Trainingslager, ist sicher optimal. Kannst du also sicher viel profitieren und das Fachwissen erweitern? Ich denke schon, ja. Besten Dank, Nicole, und alles Gute für das Trainingslager. Dankeschön. Harry, als Konditionstrainer vom FC Vaduz, wie ist die momentan konditionelle Verfassung der Spieler vom FC Vaduz? Die ist sehr gut. Wir haben gut arbeiten können im Ausdauer- und Kraftbereich, Grundlagen legen. Sind jetzt so, dass wir die Schwerpunkte im physischen Bereich auf die Schnelligkeit legen, die Spritzigkeit, damit das auch in das ganze Konzept vom Trainingslager passt mit den 3 Spielen und sind auf dem richtigen Weg. Okay, besten Dank. Und wie siehst du es, oder was sind deine Ziele auf der konditionellen Sicht bis Ende des Trainingslagers? Ziele sind ganz klar, dass wir jetzt abschließend die Schnelligkeit wirklich so voranbringen, Spritzigkeit, Explosivität, dass wir natürlich zum Saisonstart in der besten Verfassung antreten können. Damit wir das, was der Giorgio an die Mannschaft stellt, technisch, taktisch, optimal auch physisch umsetzen können. Okay, besten Dank.